Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe zur Mathematik sind wir jetzt mittlerweile bei der 9. Vorlesung angekommen und hier werden wir uns, wie schon angedeutet, etwas genauer mit der Multiplikation von und mit Klammern beschäftigen. Ja, da haben wir zwei große Themen. Einmal rechnet Variablen, Multiplikation und Division von Klammern mit Variablen und beim zweiten Thema ist Multiplikation und Division von Klammern mit anderen Klammern. Das sind ein paar Fälle, die man in der linearen Algebra oder auch im höheren Algebra durchaus sehr gut brauchen kann. Und ja, fangen wir einfach mit dem ersten Thema an. Grundsätzlich gilt hierbei, Klammern gehen vor alles. Als allererstes sind diese folglich natürlich auch aufzulösen. Das denke ich eine bekannte Regel, die kennt man. Allerdings gibt es noch ein paar Rechenregeln, die man beachten muss. Und die helfen einem in der Regel auch, das Auflösen deutlich zu vereinfachen. Das erstens, wenn eine Klammer mit einer Variable multipliziert wird und enthält nur Multiplikation oder Division, kann man die Klammer dann auch weglassen. Mal formell ausgedrückt haben wir a mal in Klammern b durch c. Wäre es dasselbe, wenn wir sagen würden, ist dasselbe wie a mal b geteilt durch c, das ist dasselbe wie a mal b durch c. Mal als Beispiel, a sei minus 2, b sei 3, c 2, die haben wir jetzt in der Aufgabe noch nicht, ist aber für die folgenden Aufgaben dann minus 3. Hier in dem Fall hätten wir minus 2 mal in Klammern 3 geteilt durch 2. Das soll dasselbe sein wie minus 2 mal 3 geteilt durch 2 quasi ohne Klammer. Links haben wir dann minus 2 mal 1,5 ist dasselbe wie minus 6 halbe. Wenn wir das auflösen, kommen wir auf beiden Seiten auf minus 3. Damit zu wiesen, diese Rechenregel passt. Zweitens, eine Klammer wird mit einem Faktor multipliziert, indem jeder Minuend, Subtrahend oder Summand mit dem Faktor multipliziert wird. Klingt kompliziert, ist relativ einfach. Wir haben hier die Grundformel a mal Klammer auf b plus d durch c, Klammer zu. Das können wir umschreiben mit, indem wir quasi die Multiplikation von a mal b machen, also ab, plus und jetzt die Multiplikation von a mal d geteilt durch c, was ad durch c ist. Belegen wir das wieder mit einem Zahlenbeispiel, dann haben wir minus 2 mal, Klammer auf, 3 plus minus 3 geteilt durch 2, Klammer zu, soll dasselbe sein wie minus 2 mal 3 plus minus 2 mal minus 3 geteilt durch 2. Wir haben dann also minus 2 mal, Klammer auf, 3 minus 1,5, Klammer zu, ist gleich minus 6 plus 6 halbe. Das führt uns zu minus 2 mal 1,5 ist minus 6 plus 3. Lösen wir es auf, kommen wir wieder auf minus 3 ist gleich minus 3. Das passt und so soll es auch sein. Drittens. Eine Klammer wird durch einen Divisor dividiert, indem jeder Minuend, Subtrahend und Summand durch den Divisor geteilt wird. Auch das klingt wieder kompliziert ausgedrückt. Wie sieht der Fall aus? Wir haben irgendwas in der Klammer stehen, hier in dem Fall b plus d geteilt durch c. Das teilen wir durch irgendwas anderes, hier in dem Fall a. Und es ist so, als würden wir jeden einzelnen Ausdruck, der in der Klammer steht, durch a teilen, kommen damit auf b durch a plus d durch c mal a. Wieder mal ein Zahlenbeispiel. In Klammern 3 plus minus 3 halbe, Klammer zu. Geteilt durch minus 2 soll dasselbe sein wie 3 geteilt durch minus 2 plus minus 3 geteilt durch 2 mal minus 2. Das ist dann also in Klammern 3 minus 1,5 geteilt durch minus 2 ist gleich minus 1,5 plus minus 3 minus 4, also minus 3 geteilt durch minus 4. Kommt dann auf 1,5 geteilt durch minus 2 ist gleich minus 1,5 plus 0,75. Rechnen wir das zusammen, dann kommen wir auf minus 0,75 ist minus 0,75 und das stimmt, ist eine wahre Aussage. Ja, bewaffnet mit diesem Wissen sind wir jetzt wieder in dem Bereich angelangt, wo wir eine Übung machen. Wie immer bitte ich darum, die Aufgabe hier zu lösen, die verschiedenen, die ich mir einfallen lassen habe. Am besten pausiert ihr deswegen das Video, nehmt euch Stift, Papier, irgendwas anderes, irgendwas, wo ihr euch Notizen machen könnt und versucht mal die Aufgaben selbstständig zu lösen. Sie sind wieder nach ansteigender Schwierigkeit sortiert, das heißt, erstens ist leicht, sollte jeder schaffen, viertens muss man nicht zwingend können, ist aber für die Übung sehr interessant. Für die Musterlösung werde ich hier für die Zahlen a2, b ist gleich minus 2,
C4 und D gleich minus 4 verwenden. Ich wünsche viel Erfolg und spring natürlich schon mal zur Lösung. Okay, kommen wir zur Lösungsfolie. Zur ersten von 6, die ich hier benötige. Die Zahlen für die Probe habe ich dann nochmal in gelb aufgeschrieben. Die erste Aufgabe lautete 2 mal in Klammern a minus c. Das ist natürlich 2a minus 2c. Wir haben die 2 mit jedem einzelnen Ausdruck der Klammer multipliziert. Machen wir eine Probe, indem wir einfach die Zahlen der Probe einsetzen für die Variablen. Dann kommen wir auf 2 mal, Klammer auf, 2 minus 4, Klammer zu. Ist gleich 2 mal 2 minus 2 mal 4. Okay, lösen wir auf. Erstmal die Klammer. Haben wir 2 mal minus 2 ist gleich 4 minus 8. Es kommt raus, minus 4 gleich minus 4. Und das stimmt natürlich und damit sind wir richtig. Zweitens, hier hatten wir a mal, Klammer auf, a minus c, Klammer zu, geteilt durch c. Das ist also so, als würden wir durch jeden Ausdruck, den der Klammer durch c teilen und jeden Ausdruck der Klammer mal a rechnen. Wir haben also a mal a durch c. Und der zweite Ausdruck ist minus c mal a geteilt durch c. Das Minus habe ich jetzt mal hier rausgezogen. Das spielt keine Rolle, wohin das steht. Tun wir das jetzt erstmal ausmultiplizieren, kommen wir auf a² durch c minus ca durch c. Wir haben denselben Nenner, und zwar c. Also können wir es über einen Bruchstrich zusammenfassen und kommen auf a² minus ca geteilt durch c. Ist jetzt keine schöne Lösung, aber probieren wir mal, auf was wir kommen, ob das stimmt. Wir haben dann also 2 mal, Klammer auf, 2 minus 4, Klammer zu, geteilt durch 4. Soll dasselbe sein wie über dem Bruchstrich 2 zum Quadrat minus 4 mal 2 geteilt durch 4. Das ist dann 2 mal minus 2 geteilt durch 4 ist gleich 4 minus 8, das Ganze geteilt durch 4. Dann kommen wir also auf minus 4 geteilt durch 4 ist minus 4 Viertel und hier sieht man schon, minus 1 ist minus 1, ist identisch, passt wunderbar. Jetzt wird es ein bisschen schwerer bei drittens. Hier lautet die Ausgangsformel 3 mal, Klammer auf, minus d geteilt durch c, Klammer zu, plus a mal, Klammer auf, 2b mal d minus a, Klammer zu, plus, Klammer auf, minus a durch 4b mal 2d, Klammer zu, geteilt durch 2b. Hier muss man also die Regeln sehr stringent anwenden. Hierzu haben erstmal die 2 multipliziert mit minus d durch c und kam auf minus 2d durch c, plus a mal jeder Ausdruck der Klammer, der nicht durch Punkt oder Strichrechnung, durch jeden Ausdruck, der mit Punkt oder Strichrechnung erfasst wird, also a mal 2bd minus a mal a theoretisch. Das heißt, wir haben erstmal a mal in Klammern 2bd minus a, Klammer zu, plus minus 2ad geteilt durch 4b, das Ganze dann nochmal geteilt durch 2b. Kommen dann auf minus 2d durch c, das bleibt stehen, plus 2abd, da haben wir einfach a mal 2bd gerechnet, dann haben wir a mal minus a gerechnet, kam auf minus a Quadrat, plus minus ad durch 4b, indem wir quasi durch 2b geteilt haben, da unter Bruchstrich ist b dazugekommen, theoretisch auch die 2, aber die habe ich gleich mit der minus 2 über dem Bruchstrich weggekürzt. Und das ist unsere Endlösung. Wenn wir das verproben, sehen wir auch, dass das richtig wird. Wir haben nämlich dann 2 mal, Klammer auf, minus, minus 4 geteilt durch 4, Klammer zu, plus 2 mal, Klammer auf, 2 mal minus 2 mal minus 4, minus 2, Klammer zu, plus, Klammer auf, minus 2 geteilt durch 4 mal minus 2, das Ganze mal 2 mal minus 4, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 2 mal minus 2, Klammer zu. Das ergibt dann minus 2 mal minus 4 geteilt durch 4, plus 2 mal 2 mal minus 2 mal minus 4, minus 2 zum Quadrat, plus über dem Bruchstrich minus 2 mal minus 4 durch unterm Bruchstrich 4 mal, Klammer auf, minus 2, Klammer zu zum Quadrat. Das ist dann 2 mal 1, bei minus minus 4 ist 4, durch 4 ist 1, plus 2 mal 14, indem wir die Klammer aufgelöst haben, plus, Klammer auf, minus 2 durch minus 8 mal minus 8, Klammer zu,
geteilt durch minus 4 ist gleich 8 Viertel plus 32 minus 4 plus 8 durch 4 mal 4. Jetzt multiplizieren wir alles aus, was zum Multiplizieren geht. Kommen auf 2 plus 28 minus 2. Geteilt durch minus 4 ist gleich 2 plus 28 plus 8 Sechzehntel. Das sind dann 30 plus 0,5 ist gleich 2 plus 28 plus 0,5. Und wir haben auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens 30,5 stehen. Genauso ist gewollt. Wunderbar, das passt. Hier sind wir fertig. Viertens, auch hier war es sehr kompliziert. Wir haben 3a mal, Klammer auf, b durch a minus minus 2c durch 4b plus 4d geteilt durch minus 2c, Klammer zu, geteilt durch 2c. Wir werden also jeden Ausdruck dann durch 2c teilen müssen. Minus, Klammer auf, 2a mal 1 durch 4c Quadrat, Klammer zu, mal 2 mal 2b. Hier war eine kleine Falle, denn die Klammer hat hier quasi keine Wirkung, weil es ausmultipliziert wird. Ja, unten rechnen wir halt über dem Bruchstrich alles mal 3a, unter dem Bruchstrich alles durch 2c. Kommen dann auf 3ab durch 2ac minus minus 6ac durch 8bc plus 12ad durch minus 4c Quadrat minus, Klammer auf, 2a durch 4c zum Quadrat, Klammer zu, mal 4b. Das ist dann 3ab geteilt durch 2a minus minus 6ac durch 8bc plus 12ad durch minus 4c Quadrat minus 8ab durch 4c Quadrat. Wir sehen, der Zähler hier, der Nenner ist gleich, 4c Quadrat. Wir können den also erweitern mit x mal minus 1, damit er auch vom Vorzeichen her passt. Kommen dann auf 3ab durch 2ac minus minus 6ac geteilt durch 8bc plus 12ad durch minus 4c Quadrat minus minus 8ab durch minus 4c Quadrat. Können Sie die letzten beiden Termen zusammenfassen, weil der Nenner gleich ist. Es verbleibt 3ab durch 2ac minus minus 6ac durch 8bc plus 12ad plus 8b durch minus 4c². Auch das sieht nach keiner schönen Lösung aus, aber wir müssen sie verproben. Das machen wir, indem wir wieder die Werte einsetzen, wo wir dann kommen drauf auf 3 mal 2 mal Klammer auf. Minus 2 halbe minus minus 2 mal 4 geteilt durch 4 mal minus 2 plus 4 mal minus 4 geteilt durch minus 2 mal 4, Klammer zu, geteilt durch Klammer auf 2 mal 4, Klammer zu, minus Klammer auf 2 mal 2 mal 1 durch 4 mal 4 Quadrat, Klammer zu, mal 2 mal 2 mal minus 2. Das soll dasselbe sein wie 3 mal 2 mal minus 2 geteilt durch 2 mal 2 mal 4. Minus, überm Bruchstrich, minus 6 mal 2 mal 4, unterm Bruchstrich, 8 mal minus 2 mal 4, plus 12 mal 2 mal minus 4, plus 8 mal 2 mal minus 2, das Ganze durch minus 4 mal 4 Quadrat. Lösen wir das ein bisschen auf, kommen wir auf 6 mal, Klammer auf, minus 1 mal, minus, minus 8 Achtel, minus 8 minus Achtel, Entschuldigung, plus minus 16 durch minus 8 geteilt durch 8 das Ganze minus Klammer auf 4 mal 1 geteilt durch 4 mal 16 Klammer zu mal minus 8 ist gleich minus 12 Sechzehntel minus minus 48 minus 64 plus minus 96 minus 32 das Ganze geteilt durch minus 4 mal 16. Wir sehen in der ersten Klammer minus 8 durch minus 8 kürze ich weg und zwar bleibt 1. In der ersten Klammer können wir auch den nächsten Term kürzen mit 8, dann verbleibt über dem Bruchstrich 2. Es verbleibt also 6 mal, Klammer auf, minus 1, minus 1, plus 2, Klammer zu, geteilt durch 8, minus 4 mal, minus 8, geteilt durch 4 mal 16. Das soll dasselbe sein wie minus 12 Sechzehntel, minus 12 Sechzehntel, plus 128 minus 64. Der ganze linke Ausdruck wird 0. Beim zweiten Bereich dort können wir die 4 kürzen, wo 1 verbleibt. Hinten lässt sich kürzen mit 4, dann bleibt über dem Bruchstrich 32
und dann mit Bruchstrich 16. Jetzt sieht es deutlich einfacher aus. Wir haben minus minus 8 Sechzehntel ist gleich minus 24 Sechzehntel plus 32 Sechzehntel. Haben also 8 Sechzehntel gleich 8 Sechzehntel. Und das ist natürlich ideal und wunderbar, denn damit sind wir fertig. Damit kommen wir zu Thema 2, Rechnen mit Variablen, Multiplikation und Division von Klammern mit Klammern. Kleine Vorwarnung, ist ein bisschen komplizierter. Die erste Rechenregel, mit der wir uns hier befassen müssen, ist, Klammern werden miteinander multipliziert, indem alle enthaltenen Summanden, Subtrahenden und Minuenden der ersten Klammer mit jenen der zweiten Klammer multipliziert werden. Mathematisch ausgedrückt heißt das, haben wir in Klammern a plus b oder minus mal in Klammern irgendwas anderes minus plus irgendwas anderes, müssen wir jeden einzelnen Wert links mit jedem Wert rechts multiplizieren, haben dann also a mal d durch c in unserem Fall, ist ad durch c, dann a mal minus e, also minus ae, dann b mal d durch c ist gleich plus bd durch c und b mal minus e ist minus be. Das können wir noch ein bisschen zusammenfassen jetzt in meinem Beispiel. Wir kommen dann auf ad plus bd durch c minus ae minus be. Machen wir mal ein Beispiel, selbe Zahlen, nun e sei 4. Haben wir also Klammer auf minus 2 plus 3, Klammer zu, mal Klammer auf minus 3 halbe minus 4, Klammer zu. Dann muss das dasselbe sein wie minus 2 mal minus 3 plus 3 mal minus 3, das Ganze geteilt durch 2, minus minus 2 mal 4 minus 3 mal 4. Haben wir also einmal Klammer auf minus 1,5 minus 4, Klammer zu, ist dasselbe wie 6 minus 9 halbe, minus minus 8 minus 12. Da verbleibt minus 5,5 ist minus 3 halbe minus 4 und hier sieht man schon, minus 5,5 ist minus 5,5, das passt. Kleiner Tipp, statt durch einen Wert zu dividieren, kann man auch mit dessen Kehrwert, also 1 geteilt durch diesen Wert, multiplizieren. Mathematisch könnte man also sagen, a geteilt durch bc ist dasselbe wie a mal c geteilt durch b. Ihr seht, das geteilt durch wird zu normal und über und unter dem Bruchstrich tauscht man. Ist dann natürlich ac durch b. Machen wir hier wieder ein kleines Beispiel zum Beweis. Minus 2 geteilt durch in Klammern 3 geteilt durch 2, Klammer zu, soll dasselbe sein wie minus 2 mal 2 Drittel. Wir haben dann minus 2 geteilt durch 1,5 ist minus 4 Drittel. Wir kommen auf minus 4 Drittel gleich minus 4 Drittel oder minus 1,3 Periode gleich minus 1,3 Periode. Das ist der Beweis, man darf hier den Kehrwert nehmen. Zweitens, eine direkte Methode, um die Division zweier Klammern aufzulösen, gibt es nämlich leider nicht. Aber der oben genannte Tipp, der kann angewendet werden, um den Ausdruck umzuformen. Wie sieht das aus? Haben wir als Beispiel in einer Klammer e plus b geteilt durch die zweite Klammer c durch d minus a. Können wir jetzt nicht einfach geteilt durchrechnen, aber durch den Trick oben dürfen wir mal den Kehrwert rechnen. Es verbleibt also in Klammern e plus b Klammer zu mal 1 geteilt durch Klammer auf c durch d minus a Klammer zu. Und das ist dann dasselbe wie e plus b durch Klammer auf c durch d minus a Klammer zu. Das kann eine Erleichterung sein. Machen wir das mal ein Zahlenbeispiel. Klammer auf 4 plus 3, Klammer zu, geteilt durch 2, geteilt durch minus 3, minus, Klammer auf minus 2, Klammer zu, Klammer zu. Das soll dasselbe sein wie 4 plus 3 geteilt durch, Klammer auf, 2 durch minus 3, minus, Klammer auf minus 2, Klammer zu, Klammer zu. Man sieht es ja eigentlich schon, das Komma geteilt durch ist einfach nur ein Bruchstrich geworden. Haben dann 7 geteilt durch, Klammer auf, 2 durch minus 3 plus minus 6 durch minus 3, Klammer zu. Soll dasselbe sein wie 7 geteilt durch, Klammer auf, 2 durch minus 3 plus minus 6 durch minus 3, Klammer zu. In beiden Fällen haben wir dann 7 geteilt durch 4 Drittel. Ist dasselbe wie, als würden wir einen Kehrwert nehmen, also 7 mal 3 durch 4. Und das ist natürlich identisch.
Um das bisschen zu üben, habe ich schon wieder 4 Aufgaben ausgedacht. Ihr seht unten schon, wir haben wieder von erstens zu okay, das ist eine blanke Anwendung der Aufgabe, zu viertens, oh mein Gott, was will der da von uns? Ja, das in diesem Schwierigkeitsgrad ist alles dabei. Macht so weit, wie ihr könnt, pausiert wieder das Video. Würde mich freuen, wenn ihr versuchen würdet, die Aufgaben zu lösen, damit ihr es nicht nur mal gehört habt, sondern auch ein bisschen geübt und gelernt habt, sonst von alleine wird es halt nichts, man vergisst das wieder. Für die Musterlösung werde ich verwenden für A ist 2, B sei minus 2, C sei 4 und D ist gleich minus 4. Mit einer Ausnahme, bei der perversen Aufgabe 4 da unten, werde ich B gleich minus 3 und C gleich 5 nehmen. Hat einen sehr einfachen Grund, die Lösung ist schöner. Okay, dann viel Erfolg, ich springe schon mal zur Lösung und ja, mal sehen, was wir rauskriegen. Kommen wir zur Lösung. Ich brauche dafür 20 komplette Folien. Das heißt, ich habe in dieser Vorlesung, die dann ja 35 Folien umfasst, glaube ich, alleine 26 Folien für Lösungen. Privater Rekord. Oben seht ihr nochmal, was ich für die Probe verwende. Und damit kommen wir auch zur ersten Aufgabe. Das war in Klammern 4 plus 2a, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 2, minus 2b, Klammer zu. Ja, hier gilt wieder die erste Rechenregel. Wir multiplizieren die 4 mit minus 2 und dann nochmal mit minus 2b und das 2a mit minus 2 und minus 2b. Komm auf 4 mal minus 2 plus 4 mal minus 2b plus 2a mal minus 2 plus 2a mal minus 2b. Komm auf minus 8 minus 8b minus 4a minus 4ab. Verproben wir das einfach mal. Dann haben wir Klammer auf 4 plus 2 mal 2 Klammer zu. Mal, Klammer auf, minus 2, minus 2 mal minus 2, Klammer zu, klasse Probe, ist gleich minus 8, minus 8 mal minus 2, minus 4 mal 2, minus 4 mal 2 mal minus 2. Okay, in der ersten Klammer ist einfach, multiplizieren wir es mal, kommen wir, Klammer auf, 4 plus 4, Klammer zu, mal, der zweiten Klammer auch leicht, Klammer auf, minus 2 plus 4, Klammer zu, ist gleich minus 8, mal 16 aus der Multiplikation, minus 8 aus der Multiplikation, plus 16 aus der letzten Multiplikation. So, erste Klammer zusammengefasst ist 8, mal die zweite Klammer ist 2, rechts können wir zusammenfassen, sei 16. Und wir sehen, 16 ist 16, das stimmt natürlich. Das heißt, unsere Lösung ist komplett richtig. Zweitens, Aufgabe lautete, Klammer auf, minus 4 plus 4a, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 2, minus 2b, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 5 plus a mal 2b, Klammer zu, war schon ein bisschen schwerer. Durch das geteilt durch sehen wir schon mal, dass das quasi komplett unter den Bruchstrich rücken kann, wenn wir den einzeichnen, mache ich auch so. Ja, und jetzt habe ich ganz einfach jeden ersten Term jeder Klammer miteinander und jeden zweiten Term mit jedem anderen Term der anderen Klammer gerechnet. Also habe ich minus 4 mal minus 2, minus 4 mal minus 2b, plus 4a mal minus 2 plus 4a mal minus 2b und das Ganze teilen wir durch 5 plus 2ab. Dann kommen wir auf 8 plus 8b minus 8a minus 8ab, das Ganze durch 5 plus 2ab. Weiter kann man es nicht sinnvoller zusammenfassen. Machen wir eine Probe, Klammer auf, minus 4 plus 4 mal 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2, minus 2 mal minus 2, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf. 5 plus 2 mal 2 mal minus 2, Klammer zu. Das soll dasselbe sein wie 8 plus 8 mal minus 2, minus 8 mal 2, minus 8 mal 2 mal minus 2. Das Ganze geteilt durch 5 plus 2 mal 2 mal minus 2. Gut, links machen wir erstmal wieder die Klammer, wo wir die Multiplikation auflösen und auf Klammer auf minus 4 plus 8, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 2 plus 4, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 5 minus 8, Klammer zu, ist gleich 8 minus 16 plus 32, geteilt durch 5 minus 8, komm. Fassen wir es weiter zusammen, verbleibt 4 mal 2, geteilt durch minus 3, soll dasselbe wie 8 minus Drittel sein. Und wenn wir das ausrechnen links, kommen wir drauf, 8 minus Drittel sei dasselbe wie 8 minus Drittel. Und damit passt es. Drittens, war schon ein bisschen schwerer, war schon, ja, doch, höheres Mittel, nennen es höheres Mittel. 4 war wirklich schwer, das ist höheres Mittel.
Aufgabe war, Klammer auf, minus c plus 4a, Klammer zu, geteilt durch 8 minus b, in Klammern gemerkt, wo gesagt, geteilt durch folgendes, was jetzt kommt, Klammer auf, minus 2c plus 2a, geteilt durch, Klammer auf, minus 4 plus 2b, Klammer zu. Hier können wir einen Kehrwert machen, indem wir quasi das geteilt durch zu einem Mal umschreiben und Zähler und Nenner vertauschen. Dann haben wir in Klammern minus c plus 4a, Klammer zu, durch 8, in Klammern 8 minus b, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 4 plus 2b, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 2c plus 2a, Klammer zu. Ja, jetzt können wir quasi oben jeden einzelnen Term der ersten mit jedem Term der zweiten und umgekehrt und auch unterhalb des Bruchstrichs das machen, haben dann quasi stehen über dem Bruchstrich minus c mal minus 4 minus c mal, minus, mal 2b plus 4a mal minus 4 plus 4a mal 2b unterm Bruchstrich 8 mal minus 2c plus 8 mal 2a minus b mal minus 2c minus b mal 2a kommt dann auf 4c minus 2bc minus 16a plus 8ab, das Ganze geteilt durch minus 16c plus 16a plus 2bc minus 2ab. Und wieder verproben wir das. Dann haben wir nämlich Klammer auf minus 1 mal 4 plus 4 mal 2, Klammer zu, geteilt durch Klammer auf 8 minus minus 2, Klammer zu, geteilt durch Klammer auf minus 2 mal 4 plus 2 mal 2, Klammer zu, geteilt durch Klammer auf minus 4 plus 2 mal minus 2, Klammer zu. Das soll dasselbe sein wie 4 mal 4 minus 2 mal minus 2 mal 4 minus 16 mal 2 plus 8 mal 2 mal minus 2. Das Ganze geteilt durch minus 16 mal 4 plus 16 mal 2 plus 2 mal minus 2 mal 4 minus 2 mal 2 mal minus 2. Okay, lösen wir erstmal wieder links die Klammern auf, rechts einfach nur die Produkte. Dann haben wir minus 4 plus 8 Zehntel durch minus 8 plus 4 durch minus 4 minus 4. Ist dasselbe wie 16 plus 16 minus 32 minus 32 durch minus 64 plus 32 minus 16 plus 8. Rechnen wir zusammen, haben wir 4 Zehntel durch minus 4 minus 8. Soll dasselbe wie 2 minus 32 minus 40 sein. Ja, das Minus können wir rauskürzen. Es verbleibt also 4 Zehntel mal minus 8 minus Viertel sei 32 40. Kommen auf minus 32 minus 40 ist gleich 32 40. Das Minus kürze ich wieder raus. Es verbleibt 32 40 ist 32 40. Das passt, wunderbar, ist du richtig. Und last but not least, ihr seht, ich brauche dafür 16 Folien. Viertens, ich spaß mir mal die Aufgabe vorzulesen. Aus Zeitgründen einerseits, andererseits, weil es anstrengend ist. Aber was wir gemacht haben, ganz einfach, ist erstmal für diese ganzen Klammern-Sache erstmal alles ausmultipliziert mit der, ich multipliziere eine Klammer, mit, indem ich einen Term, den ersten Term mit allen anderen Termen und den zweiten Term wiederum mit allen anderen Termen und so weiter multipliziere. Das haben wir jetzt überall über und unter dem Bruchstrich gemacht. Da kommt raus, auf der Link, also erstmal für den ersten Bruch quasi, Klammer auf, a mal minus 4 plus a mal minus 4b plus 2 mal minus 4 plus 2 mal minus 4b durch, Klammer auf, minus 4c mal 4b minus 4c mal minus 2a plus 2 mal 4b plus 2 mal minus 2a, Klammer zu, geteilt durch den zweiten Bruch, der da lautet, Klammer auf, minus 2c mal minus a minus 2c mal minus b plus 2a mal minus a plus 2a mal minus 2b, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 4 mal minus 2a minus 4 mal c plus a mal minus 2a plus a mal c, Klammer zu. Ja, jetzt wird simpel multipliziert und es kommt zu, Klammer auf, minus 4a minus 4ab minus 8 minus 8b, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 16bc plus 8ac plus 8ab minus 4a, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 2ac plus 2bc minus 2a zum Quadrat
minus 2ab, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, 8a minus 4c minus 2a Quadrat plus ac, Klammer zu. Ja, fassen wir zusammen, was wir zusammen können, ist nicht allzu viel. Auf der linken Seite bleibt es, wie es ist, also das heißt auf der linken Seite, es bleibt eigentlich auf beiden Seiten, wie es ist, aber wir machen jetzt den Kehrwert, indem wir bei dem rechten Bruch Zähler und Nenner vertauschen und statt den geteilt durch mal schreiben. Brauche ich, denke ich, nicht extra vorlesen, das ist klar. Jetzt von Platz her muss ich eine Einzelbetrachtung machen. Und zwar, jetzt tun wir wieder die erste Regel anwenden und multiplizieren jeden Term unserer Erstklammer über den Bruchstrich mit jedem der zweiten. Da haben wir dann minus 4a mal 8a, minus 4a mal minus 4c, minus 4a mal minus 2a Quadrat, minus 4a mal ac, kommen da auf minus 32a Quadrat plus 16ac plus 8a hoch 3 minus 4a Quadrat c. Dasselbe machen wir jetzt auch mit dem zweiten Term der ersten Klammer. Da haben wir dann minus 4ab mal 8a, minus 4ab mal minus 4c, minus 4ab mal minus 2a Quadrat, minus 4ab mal ac und kommen auf minus 32a Quadrat b plus 16abc plus 8a hoch 3b minus 4a Quadrat bc. Ihr ahnt, was kommt. Genau, wir machen das jetzt auch mit dem dritten. Haben dann minus 8 mal 8a, minus 8 mal minus 4c, minus 8 mal minus 2a Quadrat, minus 8 mal ac und kommen auf minus 64a plus 32c plus 16a Quadrat minus 8ac. Der vierte Term ist dran. Minus 8ab mal 8a minus 8b mal minus 4c minus 8b mal minus 2a Quadrat minus 8b mal ac. Das ergibt minus 64ab plus 32bc plus 16a Quadrat b minus 8abc. Weil es über dem Bruchstrich so schön war, machen wir es unter dem Bruchstrich auch mit dem ersten Term. Der da lautet minus 16bc mal 2ac minus 16bc mal 2bc, minus 16bc mal minus 2a Quadrat, minus 16bc mal minus 2ab und kommen dann auf minus 32abc Quadrat, minus 32b Quadrat c Quadrat, plus 32a Quadrat bc, plus 32ab Quadrat c. Jetzt dasselbe mit dem zweiten. Das sind dann 8aac mal 2ac plus 8ac mal 2bc plus 8ac mal minus 2a Quadrat plus 8ac mal minus 2ab. Das ergibt dann 16a Quadrat c Quadrat plus 16abc Quadrat minus 16a Kubik c minus 16a Quadrat bc. Mit dem dritten Term, der da 8b lautet, kommt raus 8b mal 2ac plus 8b mal 2bc plus 8b mal minus 2a Quadrat plus 8b mal minus 2ab und kommen dann auf 16abc plus 16b Quadrat c minus 16a Quadrat b minus 16ab Quadrat. Es fehlt natürlich noch der letzte Term, für den machen wir es jetzt auch. Da haben wir dann minus 4a mal 2ac minus 4a mal 2bc, minus 4a mal minus 2a Quadrat, minus 4a mal minus 2ab. Und das ergibt dann minus 8a Quadrat c, minus 8abc, plus 8a hoch 3, plus 8a Quadrat b. So, jetzt ein kleiner Tipp, den habe ich euch nicht verraten, aber jetzt wird er interessant. Ein Bruchstrich wirkt wie eine Klammer für Zähler und Nenner. Das heißt, haben wir 8a Quadrat plus ac, das Ganze geteilt durch abc minus c, ist dasselbe, wie als würde es in Klammern stehen. Beweisführung brauche ich natürlich nicht, das ist, denke ich, klar. Aber jetzt können wir ausklammern. Und zwar, immer wenn in einer Klammer Summanden, Minuenden und Subtrahenden sind, also nichts anderes, wenn nur diese Sachen sind, dann können Gleichartige als Faktoren aus der Klammer herausgezogen werden, indem jeder Summand, Minuend und Subtrahend durch den Faktor geteilt wird. Haben wir also unsere Klammer, die wir beschrieben haben.
Dann können wir schauen, was denn gleich ist und das vor, als quasi als Produkt davor schreiben. Oben haben wir in beiden Ausdrücken A drin, können also A rausziehen, haben dann A mal Klammer auf A plus C, Klammer zu, geteilt durch, was ist unten gleich C, wir können C rausziehen, also C mal Klammer auf AB minus 1, Klammer zu. Kleine Beweisführung jetzt im Beispiel. Klammer auf, minus 2 zum, minus 2, Klammer zu zum Quadrat. Minus 2 mal 4, Klammer zu. Das Ganze geteilt durch, Klammer auf. Minus 2 mal 3 mal 4, minus 4, Klammer zu. Soll dasselbe sein wie minus 2 mal, Klammer auf, minus 2 plus 4, Klammer zu. Das Ganze geteilt durch 4 mal, Klammer auf, minus 2 mal 3, minus 1, Klammer zu. Wir hätten also 4 minus 8 geteilt durch minus 24 minus 4. Soll dasselbe sein wie minus 2 mal 2 durch 4 mal minus 7. In beiden Fällen kommt minus 4 minus 28 raus. Passt also, stimmt. Diesen Trick verwenden wir jetzt. Das war quasi ja unsere Aufgabe, die wir hatten. Das waren unsere vier Lösungen, die wir über dem Bruchstrich hatten. Da steht jetzt ja quasi alles über dem Bruchstrich aneinandergereiht. Ich habe es hier nochmal farblich eingekästelt. Es gehört alles zusammen. Das ist alles über dem Bruchstrich. Sieht dann quasi, wenn wir das zusammenfassen, alles, also alles was gleich ist, kommt dann raus. Minus 16a² plus 8ac plus 8a hoch 3 minus 4a² c minus 16a² b plus 8abc plus 8a hoch 3b minus 4a² bc minus 64a plus 32c minus 64ab plus 32bc. Wir schauen, was ist gleich. Überall drinne. Wir können alles, was da ist, durch 4 teilen, ziehen also die 4 raus und haben 4 mal und jetzt jeden der unten genannten Term geteilt durch 4. Ihr seht, minus 16a² wird zu minus 4a². Dann die ac, es waren ja 8ac, jetzt sind es nur noch 2ac. Das ist eine der Vereinfachungen. Dasselbe machen wir unten. Hier nochmal aufgeführt, das hatten wir als einzelne Teillösung. Die stehen alle zusammen unterm Bruchstrich. Dabei kommt raus, wenn man es so weit zusammenfasst, wie wir können, minus 16abc², minus 32b²c², plus 16a²bc, plus 32ab²c, plus 16a²c², minus 16a hoch 3c, plus 8abc, plus 16b²c, minus 8a²b, minus 16ab², minus 8a²c, plus 8a hoch 3. Was haben die alle gemeinsam? Alle die 8, wir ziehen die 8 raus und in der Klammer verbleibt quasi jeder dieser Term geteilt durch 2. Das ergibt dann unsere Lösung, was wir jetzt gerade hatten, alles zusammen. Muss ich jetzt eigentlich nicht mal vorlesen. Was ich jetzt allerdings noch sagen kann, wir können hier kürzen und zwar mit 4. Dann verbleibt oben quasi das, was in der Klammer steht, unten das haben wir nur zweimal. Und das ist unsere Endlösung, soweit wir sie sinnvoll kürzen könnten. Jetzt kommt der große Spaß, das alles zu verproben. Unseres Grünes soll unseres Gelben entsprechen. Das Grüne ist die Ausgangsaufgabe. Das Gelbe, was wir gerade ausgerechnet haben. Verproben wir also unsere Ausgangsaufgabe. Dann müssten wir haben, Klammer auf, 2 plus 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 4, minus 4 mal minus 3, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 4 mal 5 plus 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, 4 mal minus 3, minus 2 mal 2, Klammer zu, das Ganze geteilt durch, Klammer auf, minus 2 mal 5, plus 2 mal 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2, minus, Klammer auf, minus 3, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 4 plus 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2, mal 2, plus 5, Klammer zu. Das ist dann, wenn wir es mal weiter zusammenfassen, Klammer auf, 4 mal, Klammer auf, minus 4, plus 12, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 20, plus 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 12, minus 4, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 10, plus 4, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2, plus 3, Klammer zu, geteilt durch, Klammer auf, minus 2 mal, Klammer auf, minus 4, plus 5, Klammer zu. Da kommen wir auf
4 mal 8 geteilt durch minus 18 mal minus 16 geteilt durch minus 6 mal 1 durch minus 2 mal 1 ist dann also 32 288 durch 3, ist dasselbe wie ein Neuntel durch 3 und das ist dann natürlich ein 27. Weil durch 3 ist dasselbe wie mal ein Drittel, hatten wir gerade gelernt, Kehrwert. Also ein 27. muss rauskommen, wenn wir gelb verproben. Das ist gelb, unsere Endlösung, die viel komplizierter aussieht. Eingesetzt mit allen schreiben wir dann minus 4 mal 2 zum Quadrat plus 2 mal 2 mal 5 plus 2 mal 2 hoch 3 minus 2 Quadrat mal 5 minus 4 mal 2 zum Quadrat mal minus 3 plus 2 mal 2 mal minus 3 mal 5 plus 2 mal 2 zum Quadrat mal minus 3 minus 2 zum Quadrat mal minus 3 mal 5 minus 16 mal 2 plus 8 mal 5 minus 16 mal 2 mal minus 3 plus 8 mal minus 3 mal 5 geteilt durch 2 mal Klammer auf minus 2 mal 2 mal minus 3 mal 5 Quadrat minus 4 mal minus 3 zum Quadrat mal 5 Quadrat plus 2 mal 2 zum Quadrat mal minus 3 mal 5 plus 4 mal 2 mal minus 3 Quadrat mal 5 plus 2 mal 2 zum Quadrat mal 5 zum Quadrat minus 2 mal 2 hoch 3 mal 5 plus 2 mal minus 3 mal 5, plus 2 mal minus 3 Quadrat mal 5, minus 2 zum Quadrat mal minus 3, minus 2 mal 2 mal minus 3 zum Quadrat, minus 2 zum Quadrat mal 5, plus 2 hoch 3. Multiplizieren wir aus, was wir ausmultiplizieren können und tun Potenzen auflösen, wo wir können. Kommen wir erstmal auf minus 4 mal 4 plus 20 plus 2 mal 8. Minus 4 mal 5, minus 4 mal 4 mal minus 3, minus 60 plus 2 mal 8 mal minus 3, minus 4 mal minus 3 mal 5, minus 32 plus 40 plus 96 plus 120. Das Ganze geteilt durch 2 mal Klammer auf, minus 2 mal 2 mal minus 3 mal 25, minus 4 mal 9 mal 25, plus 2 mal 4 mal minus 3 mal 5, plus 4 mal 2 mal 9 mal 5, plus 2 mal 4 mal 25, minus 2 mal 8 mal 5, minus 30, plus 2 mal 9 mal 5, minus 4 mal minus 3, minus 2 mal 2 mal 9, minus 4 mal 5 plus 8, Klammer zu. Multiplizieren wir auch hier den Rest aus, haben wir minus 16 plus 20 plus 16 minus 20 plus 48 minus 60 minus 48 plus 60 minus 32 plus 40 plus 96 minus 120. Ihr merkt, hier kürzt sich schon sehr viel raus. Das Ganze geteilt durch 2 mal Klammer auf 300 minus 900 minus 120 plus 360 plus 200 minus 80 minus 30 plus 90 plus 12 minus 36 minus 20 plus 8, Klammer zu. Ja, jetzt rechnen wir schön zusammen. Minus 16 geteilt durch 2 mal minus 216 ist also minus 16 durch minus 432. Das kürzen wir mit 16 und kommen auf 1 27. und kommen damit auf das, was wir wollten. 1 27. ist 1 27. Wunderbar, die Probe stimmt. Ja, das ist das Ende der Vorlesung. Ich hoffe, es war interessant und die Aufgabe 4 hat euch ja gefordert. Ich muss gestehen, ich habe sie gerechnet und kam am Anfang nicht auf eine gleichlautende Probe. Ja, das passiert, wenn man ein einziges Minuszeichen mal vergisst. Dann habe ich es nochmal von jemand anders rechnen lassen, kam auch nicht drauf. Zusammen haben wir dann gesehen, dass jeder von uns einen kleinen Fehler hatte, aber der hat halt genügt. Und zusammen hat dann die Probe auch gestimmt. Das heißt, wunderbar, wer es nicht von Anfang an geschafft hat. Das hier war eine reine Konzentrationsübung. Also das ist wie eine Art Mathe-Mandala gewesen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich mit einem wunderschönen Gruß für den Rest des Tages. Hab viel Spaß, hab viel Freude, genießt den Tag, was auch immer kommen mag. Schönes Wochenende, schöner Urlaub, was auch immer, wann auch immer ihr das Video seht. Ich werde jetzt meine Stimme schonen. Ich habe jetzt, denke ich, genug Zahlen ausgesprochen. Und darum sage ich jetzt einfach nur noch Tschüss.